Einen wunderschönen guten Morgen von unserem ersten Tag aus Rheine. Wir sind gestern Abend angekommen, relativ spät, haben uns dann noch was zu essen besorgt, weil wir super Hunger hatten. Wir wollten eigentlich einen Döner haben, aber das haben wir nicht gefunden, deswegen war es ein bisschen aufwendiger. Und sind dann ins Hotel, haben sehr, sehr viel vorbereitet, denn heute steht ein wirklich langer Tag für uns an. Und ich freue mich, dass ich euch mitnehmen kann, denn wir holen Hilde nach Hause, morgen dann wahrscheinlich. Heute ist noch viel, viel Arbeit, aber morgen geht es dann nach Hause. Und wir nutzen den heutigen Tag für ganz, ganz, ganz viel Filmen und Videodreh und unter anderem auch dieses YouTube-Video hier. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ist ja unser allererstes und wir werden ganz viel auf die Diagnose und den weiteren Verlauf von Hilde eingehen und euch da einfach nochmal mitnehmen. Wir haben Sonne und es sieht super schön aus, zumindest bis Mittag, aber es sind 1 Grad. Darauf war ich echt nicht vorbereitet, denn zu Hause hatten wir schon wieder so richtig schönes Frühlingswetter. Naja, gut, dass ich in meinem Auto immer so ungefähr 5 Jacken habe. Die habe ich jetzt auch in das Auto meiner Mama umgeladen. Deswegen bin ich, glaube ich, notfalls versorgt. Wir starten jetzt. Wir haben es, naja, nicht ganz eilig, aber ein bisschen, denn wir wollen ja sehr produktiv sein. Wir wollen nicht nur für YouTube filmen, sondern auch ganz viel für Silvia, für eine neue Website und ihren Instagram-Account und so weiter. Deswegen ist jetzt als allererstes erstmal Lagebesprechung dran, wenn wir angekommen sind. Erstmal ganz kurz zu Hilde und dann kommen wir zu dir. Guten Morgen. Hallo, Pilus. Hallo, guten Morgen. Hi. Na, sind wir aufgeregt? Was ist denn los? Wartest du auf Essen? Halli, ist auch ganz viel Fell. Oh, Halli. Warum bist du denn so aufgeregt? Hilde freut sich auf jeden Fall immer sehr über ganz viel Aufmerksamkeit. Wir müssen jetzt mal fragen, wie ihr Tag noch geplant ist. Bestimmt geht es halt noch mal in den Aquatrainer. Und vielleicht können wir auch schon ein bisschen Schritt führen. Dann gehen wir mal eine Runde spazieren. Stimmt's? Oh, aua. Ich habe mich jetzt mit Silvia mal ganz kurz hier reingesetzt. Denn die gleichen Informationen, die ihr jetzt bekommt, bekomme ich auch. Ich habe mit dir noch gar nicht drüber gesprochen. Erzähl mir mal. Also, letzte Woche war Nachkontrolle. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm bei Hildegard. Ich dachte ehrlicherweise, dass es heute ist. Ja. Was ganz gut war, weil dadurch war ich nicht aufgeregt. Sehr gut. Und dann hat mich der Tierarzt angerufen und mir gesagt, dass alles gut ist. Genau. Das heißt jetzt für mich, sie darf zu Hause antrainiert werden. Du bekommst von uns einen Trainingsplan an die Hand. Ich besuche euch ab und zu. Das ist schön. Genau. Und behandle sie vor Ort. Genau. Und
dann darf sie jetzt wieder unter den Sattel. Okay, darf sie raus? Ja, aber vorsichtig. Also dosiert und das darf man dann langsam steigern. Okay, also auf einen kleinen abgetrennten Paddock erstmal, nicht mit den anderen zusammen. Genau. Das wird ihr schwerfallen. Man kann sie ganz schnell versuchen zu integrieren, aber jetzt erstmal nicht so viel auf einmal ändern, okay. Step by step und ein bisschen Vorsicht walten lassen. Okay. Und dann habe ich mir sagen lassen, ist das immer alles im 5-Minuten-Takt. Das heißt, wir dürfen dann anfangen erstmal nur geradeaus. Genau, Ja. Es wird noch gemeiner. Erstmal nur 5 lange Seitentrapp. Okay. Das machst du eine Woche. Aber das kann ich auch führen erstmal, oder? Ja, von oben ist es aber ein bisschen einfacher, weil häufig ist es dann halt für die Pferde einfacher. Für den Reiter nicht unbedingt, aber unterm Reiter hat man sie natürlich noch ein bisschen unter Kontrolle oder mehr unter Kontrolle als an der Hand. Bist du dir da sicher? Ja, das hat keiner gesagt, dass Antrainieren schön ist, aber unterm Sattel ist es deutlich einfacher, so finden wir, ja. Und dann erstmal 5 lange Seiten. 5 lange Seiten Trab. Und wie lange darf ich Schritt reiten? Schon ein bisschen länger. 10 bis 15 Minuten. Das darf Minuten. Ich machen. Also das Schritt ist nicht das Problem. Okay. Nein. Aber keine Wendung, nur ganze Bahn. Okay. Und das wie lange? Erstmal eine Woche. Ihr schickt mir immer Videos. Wir schließen uns mit Christoph kurz und überlegen dann gemeinsam, wie es weitergeht. Gut. Dann werden wir das machen. Ich bin gespannt. Euch nehme ich natürlich mit auf Instagram und werde euch erzählen, ob ich oben bleibe oder nicht. Ich gehe aber davon aus. Ich glaube, dass sie das artig macht. Ich glaube, sie freut sich. Ja, ich denke. Ja. Wir sind irre gut durchgekommen mit der Zeit. Wir hatten das gar nicht gedacht. Tatsächlich hatten wir aber auch noch nicht so ein Zeitgefühl. Sind aber mit den meisten Sachen fertig. Das heißt, wir werden auf jeden Fall morgen nach Hause fahren, schon so gegen Mittag starten. Das ist super. Denn in unserem Hotel wäre auch nicht noch eine Nacht länger frei gewesen. Das heißt, wir hätten noch mal in ein anderes Hotel umziehen müssen. Also perfekt. Jetzt ist es 2:30 und wir gehen erstmal essen. Wir haben nämlich echt Hunger. Und es passt auch von der Zeit perfekt, denn es fängt gerade an, so Schnee, Regen, Hagel, Graupel. Ja, ist traumhaft. Hier ist es nämlich wirklich kalt. Und ich habe meine Halssohlen zu Hause vergessen. Da war ich ein bisschen traurig. Meine Füße sind so am Abfrieren, aber das wird jetzt gleich besser. Und dann werden wir uns erstmal in unser Zimmer setzen und das ganze Videomaterial sichten, was wir heute gemacht haben. Das wird sehr, sehr viel sein, glaube ich. Schaut mal, hier wartet schon jemand auf uns. Ganz geduldig, du wurdest nicht vergessen, er hat gerade schon gerufen. Wir hängen jetzt nämlich den Hänger an und dann geht's nach Hause. 5 Stunden Fahrt liegen vor uns. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut durchkommen. Ich kann das noch gar nicht so richtig glauben, dass ich sie jetzt tatsächlich wieder mit nach Hause nehmen kann. Tear
Was? Braun am Berg. Ach so, ja. Oder? Das hätte kein Mann besser hingekriegt. Obwohl, du hast ja eine Rückschlagkamera. Nein, das sagen wir jetzt nicht. Das habe ich so, mit nur mit Auge. Ja, genau. Nur können. Kann ich den kurz hier stehen lassen? Ja. Gut. Genau, wir müssen auf jeden Fall noch Heu reinmachen. Ja. Jetzt wird richtig warm mit der Sonne. Echt geil. Geil. Verdammt. Man wird erfinderisch, wenn man klein ist. Weil man sich ja dann schon sein ganzes Leben danach einrichtet, weißt du? Ja. Wir müssen noch mal Heu klauen. Ja, mach das. Wo denn am besten? Hier unten, direkt auf der Gasse. Okay, danke. Ach so, was hängt am Karabiner? Ich liebe ja, Heunetze stopfen. Also meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Oh, das kann ich gar nicht tragen. Ja, Hildegard, es geht gleich los. Vielleicht noch eine Kamera überhaupt? Ja, oder? Ja. Das ist zu fett. Ja, mach ich. So, jetzt erstmal hier hinten anbinden. So. Wo ist jetzt mein Karabiner? Hier. Zack. Wir haben Hilde jetzt fertig versorgt. Es sind noch Späne drin, Heu ist drin und sie ist wirklich wie ein Profi sofort auf den Hänger gelaufen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Das ging super. Jetzt starten wir die Reise nach Hause. Hm? Hildi, aufpassen, mein Schatz. Geht los jetzt, okay? Geht nach Hause. Ja, tschüssi. Gute Fahrt. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, kannst du gleich mitfilmen. Wir gucken jetzt nochmal, ob die Blinker gehen. Das haben wir nämlich auf der Hinfahrt vergessen und da war man sich sicher, ob es geht. Deswegen. Okay, dann mach mal Blinker an. Ja, warte. Also eigentlich gibt es dazu nichts Sinnvolles zu sagen, denn eigentlich ist es ganz schön fürchterlich. Aber wir hatten gestern das Thema mit Rüdiger und dem Flugzeug. Clara ist darauf gekommen. Da habe ich sie gefragt, ob sie dieses legendäre Lied dazu kennt. Und sie hat gemeint, nein. Und deswegen haben wir das gehört. Und wir wollten es euch, weil es so schön ist, jetzt einfach auch nochmal vorspielen. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, habe ich gesagt. Rüdiger, bitte. Rüdiger denkt, es wird eine geile Nacht. Doch immer, wenn Rüdiger steigt, geht er, dann stürzt er ab. Er
sich jeder, ne, what the fuck, wagen sein Niveau am Boden, wie die Schütze beim Nacht. Ja, unser Niveau ist auch am Boden, ja. Digga, schüch, Digga. Rüdiger, bitte, Rüdiger, bitte. Rüdiger, schüch, Digga. Mach mal nicht so tief, Rüdiger, schüch, Digga. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Rüdiger, schüch, Digga. Nicht so tief. Wir sind jetzt übrigens auch gleich da. Nicht, dass jemand denkt, es wird hier gefährlich mit zwei Verrückten und einem Pferd. Aber wir haben es jetzt gleich geschafft. Wir sind runter von der Autobahn. Hilde war unfassbar brav. Sie hat die ganze Zeit ganz lieb gestanden, oder? Ja, die war total brav. Ganz lieb, ja. Deswegen. Ich freue mich. Jetzt darf sie noch mal raus nach Hell. Wir sind nicht so spät da. Das heißt, ich kann sie noch mal rausstellen. Und ich hoffe, sie bricht sich dabei jetzt nicht direkt irgendwie alle Beine. Digga, schüch, Digga. Nicht so tief. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte. So, das war es jetzt leider schon. Wer es jetzt sehr genossen hat und traurig war, dass es schon zu Ende ist, dann tut uns leid. Aber unter Rüdiger könnt ihr das Lied auch selber suchen. Ja. Wir sind zu Hause. Und du hast ja auch schön viel von deinem Heu gefressen. Das ist gut. Wir müssen nur aufpassen, wenn du sie rauslässt, sie rennt rückwärts. Okay. Ist gut. Nein. Bist du schon? Ja, meinetwegen kannst du. Super. Ja, wo bist du denn? Ja. Ist gut. Sexy. Ja. Ist gut. Nicht rumbocken. Hildegard steht wieder draußen, hat tatsächlich nicht wie wild rumgebockt, also alles gut. Ich bin ganz happy. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Für mich ja, geht jetzt erstmal ein langer Tag zu Ende. Ich werde jetzt noch schnell auspacken, nach Hause fahren und dann gar nichts mehr tun für heute, glaube ich. Aber ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wann das sein wird, weiß ich tatsächlich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall in Planung. Ich freue mich auf euch.